Seht euch die ganzen vielen schönen Dinge an. Keine Vorfälle in der Nacht. Sehr gut. 28 Bastelteile mitgebracht. Das ist eigentlich wirklich sehr gut. Und auch 8 Wasser, das war wichtig. So, ich bin hungrig. Sarah sehr hungrig, Dennis hungrig, Marco hungrig. Und sehr müde. Dann... Glück, dass hier drin nicht kalt ist. Wohl wahr. So, dann geht Marco was essen. Und vorne mal ganz schnell auch Sarah was essen. So. Dann geht Sarah was pennen. Ich kann da hoch, ich kann was arbeiten. Marco ist sehr müde, kein guter. Es gibt keine guten Tage mehr, Leute. Gewöhnt euch jetzt endlich mal dran. Versucht drauf klarzukommen. So, die Fallen haben wieder was gebracht. Bestücken wir auch direkt neu. Haben wir wieder 2 Fleisch Gewinn gemacht. So, dann an die Falle, mein Freund. So. Reicht es für den Upgrade? Einfach nö. So, wir brauchen eine Säge. Was kostet denn so die Waffe zu reparieren? 5. Für das Zeug. Und 3 habe ich, 3 oder 4 habe ich nicht in Hand bekommen. Das war eigentlich, ja, das war eigentlich scheiße. Egal. Erstmal eine Säge. Die geht relativ flott. Dennis kann auch mal da hoch. Ja, wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Genau. Hört sich dann mal schon ein bisschen anders an. So, dann reparieren wir die Waffe. Dann haben wir noch 3. Für eine neue Brechstange brauchen wir keins. Dafür bräuchten wir 5. Für Dietriche bräuchten wir auch keins. Und auch keine Waffenteile für die Schaufel. Keine Waffenteile, wenn wir einen Helm finden. Das ist gut. So, dann reparieren wir die Knarre. Mal gucken, was jetzt da jetzt Neues hier gibt. Gut, den. Ist das jetzt Alkohol oder ist das jetzt Schnaps? Reiner Alkohol. Ich weiß es jetzt nicht. Checken wir mal die Distille. Da haben wir jetzt irgendwas rausbekommen. So, und was war das jetzt? War das jetzt Alkohol oder war das jetzt reiner Alkohol? Nee, das war jetzt Schnaps. Wir bräuchten noch die weitere Werkbank, um reinen Alkohol daraus zu gewinnen. Das hier bräuchten wir da. Ah, da brauchen wir dieses Temperaturding. Und auch 20 von den Teilen hier. Davon brauchen wir. Dann basteln wir mal den Thermometer.
So, da haben wir jetzt die Säge und die Pistole gebaut. Und wir haben noch drei Waffenteile. Dann bauen wir noch eine Säge. Eine Baufolge. So, dann gehen wir mal an den Herd. Wir haben. Ach, wenn ich koche, kostet es nur 5 Wasser? Oder lag. Ach nee, das lag daran. Okay. Dann kochen wir weitere 2 Essen. Und Dennis mal. Es reicht, wir könnten es bauen. Ein Filter. Boah, das gibt gerade den richtigen Fortschritt für uns. Jetzt haben wir noch einen Filter und dann reicht es noch für die Brennblase für den Schnaps. Dann sind natürlich alle Bauteile weg, alle Bretter weg und alle Bastelteile weg, aber eigentlich irrelevant. Danach sollten wir uns nach der verstärkten Tür um die verstärkte Tür kümmern. Und da brauchen wir richtig viel von dem Bastelkram. Was sollte ich das jetzt tun? Weil das ist ein Riesenaufwand. Und das einfach nur, um Verbände herzustellen. So. Jo, da geht jetzt nichts mehr. Das war zu erwarten. Was kostet denn der Garten? Auch 30 von dem, 30 Holz. Boah. Bleibt doch mal ein bisschen cooler, Leute. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, dass das jetzt auch 30 kostet direkt. Wir machen unsere Vorräte. Nur noch 2 Fleisch. Dann ist Sense. Die Metallwerkstatt muss ich auch unbedingt upgraden. Ich will endlich Patronen selbst herstellen. 40. Boah, ich schick mir hätten dieses Schnapsding da, das hätten wir uns gerade echt mal klemmen wollen, ey. So, jetzt steht's da, jetzt sollten wir es natürlich auch benutzen. Das braucht auch einen Filter. Oh, leck mich am Arsch.
wir brauchen Bastelzeug. Ohne Ende Bastelzeug. Das brauchen wir als Verbrauchsgut für die Filter. Und was weiß ich noch alles. Und in Massen für die Upgrades. Ja, Sarah, gib die Hoffnung nicht auf. Okay, ja, wir beenden den Tag. Wieder geht Marco plündern. Dennis ist nicht müde. Nur eigentlich ist keiner von uns müde. Aber Dennis hat jetzt so auf Wache gehalten, dass er im Bett schlafen. Dann halt hält Sarah diese Nacht Wache. Und wir gehen noch einmal in die bombardierte Schule. Wir nehmen mit ein Sägeblatt und die Axt. So, let's go. Hier können wir da klein schlagen. So, und runter. Ja. Nehmen wir öffnen die Tür. Und schauen nach, was es hier für eine Dingens gibt. Ich habe einen Brief gefunden. Mama, es ist schrecklich. Jemand hat ein Mädchen erschossen, das ich kenne. Der Mann soll ein Scharfschütze sein. Ich kann nicht glauben, dass ich sie nicht wiedersehen werde. Sie war so ein gutes Mädchen. Was hat sie dem Scharfschützen angetan? Sie haben den Strom ausgeschaltet. Die Lehrer haben gesagt, dass wir heute etwas länger in der Schule bleiben müssen. Ich weiß nicht warum. Ich will dich und Papa wiedersehen. Zumindest haben sie versprochen, dir diesen Brief zu schicken. Kommst du und holst mich nach Hause? Ich nehme mal an, das Mädchen ist nicht nach Hause gekommen. Guten Abend. Das drückt hier ganz schön auf die Stimmung. Ach, hier ist ja noch so ein Scheißgitter. Oh Mann.
Ja, jetzt ist die Frage. Ich denke, das wirklich relevant ist, da was wir in dem Gebiet ja irgendwo klauen können. Das ist das hier. Aber nee, das mache ich nicht. Ich klaue den armen Teufel da jetzt nicht ihr letztes Hemd. Die wollen ja auch nur irgendwie durchkommen. Gut. Keine Sorge. Der arme Teufel. Ja, einiges an Holz kriegen wir hier noch. Ich gucke jetzt, dass ich jetzt erstmal noch alles klein geschlagen bekomme, damit ich das nächste Mal eventuell die Axt drauf lassen kann. Was? Ist es bald hinüber? Oh! Ach ja, das war ja schon, glaube ich, angeschlagen, weil es ja kein neues Beil. Okay. Gut. Die Gitarre nehme ich jetzt mal mit. Die Anzünderlies lasse ich da. Die kaputte Waffe lasse ich da. Das lasse ich da. So, jetzt nehmen wir mal auf jeden Fall die Bastelsachen mit. So. Der Rest ist Holz. Da haben wir noch ein Alko. Ey, Alter, willst du mich verarschen? Steck das. Der steckt den Alkohol nicht. Ich glaub's ja nicht. So, das war's. Jetzt müssen wir uns merken. Bastelmaterial gibt es hier eigentlich auch schon wieder nicht mehr. Nur noch ein Arsch voll Holz. Arsch voll Holz, bisschen Handelsware. Gut. Und das war's dann eigentlich auch schon wieder für diese Nacht. Ja, gehen wir heim.